Reden wir doch mal Klartext. Die Vereinfachung, die Sie hier alle so loben, bedeutet, dass großdimensionierte Abwasseranlagen und riesige Müllverbrennungsanlagen nicht mehr, wie bisher in der Verordnung vorgesehen, ab einer Investitionssumme von 25 Millionen von der Kommission genehmigt werden müssen, sondern erst ab einer Summe von 50 Millionen. Das bedeutet für Projekte unter 50 Millionen, dass die Kommission auch keinerlei Kosten-Nutzen-Analyse mehr prüft. Und das bedeutet vielleicht, dass solche Kosten-Nutzen-Analyse gar nicht mehr angelegt wird. Anders als bisher wird auch nicht mehr überprüft, ob solche Projekte der EU-Gesetzgebung im Umweltrecht entsprechen oder auch nicht. Da es sich hier bei diesen Projekten um teilweise kreditfinanzierte Projekte handelt, wird auch nicht geprüft, ob es sinnvoll ist, so hohe Kreditlast den Bürgern und Bürgerinnen in der Region aufzubünden und in welchem Verhältnis diese Kreditlast zum tatsächlichen Nutzen für sie steht. Für die Banken ist das ein attraktives Geschäft, weil sie gerade während der ersten Jahre der Projektlaufzeit hohe Kosten einstreichen können, hohe Gebühren einstreichen können. Eine ex-ante Prüfung von Großprojekten hatte sich deshalb in der Vergangenheit als wesentlich für eine effiziente Nutzung der europäischen Fonds erwiesen. Deswegen sind wir Grüne der Meinung, dass eine Überprüfung von Großprojekten gestärkt werden muss und nicht, wie hier im Vorschlag, geschwächt werden sollte. Wir sind deshalb gegen die Anhebung der Prüfgrenze. Wir wollen zudem erreichen, dass Kosten-Nutzen-Analysen und Übereinstimmungen mit der EU-Gesetzgebung öffentlich werden und nicht mehr dort gemauschelt wird. Nach wie vor krankt die Strukturfondsverordnung daran, dass finanzierte Großprojekte nur 5 Jahre lang bestehen müssen vom Investitionszeitpunkt an. Wir Grüne hatten deshalb bereits bei der Verordnung eine Verlängerung von 10 Jahren gefordert, um wirklich Nachhaltigkeit in Investitionen zu bringen und dauerhafte Arbeitsplätze in der Region zu halten. Nicht mehr nachhaltig bei dem Verbleiben von Projekten in der Region würde auch verhindern, dass Projektbetreiber europäische Fördermittel einstreichen und nach 5 Jahren einfach verschwinden. Der Fall von Nokia in Nordrhein-Westfalen hat ja gezeigt, welche Schaden für Regionen entstehen, wenn dieses sogenannte Subsidy-Hopping Schule macht. Für kleine und mittlere Unternehmen soll aus unserer Sicht deshalb auch die Nachhaltigkeitsklausel bestehen bleiben, nämlich für 5 Jahre und nicht, wie hier jetzt in der Veränderung vorgesehen, nur 3 Jahre. Wir Grüne sind auch hier dagegen, denn eine Kombination von großzügigeren Investitionen ohne Prüfung und zu kurzer Nachhaltigkeitsdauer fördert massiv, dass Gelder zum Fenster rausgeworfen werden und gegenüber dem europäischen Steuerzahler ist aus unserer Sicht das nicht vertreten. Wenn unsere Änderungsanträge nicht angenommen werden, können wir dem nicht zustimmen. Wir werden ebenfalls eine namentliche Abstimmung beantragen, um später zeigen zu können, wie hier abgestimmt worden ist, wenn die Bürger und Bürgerinnen sich bei uns beklagen, dass Gelder zum Fenster rausgeworfen worden sind. Gracias, señora Schroeter. El señor Van Nistelrooy nos ha enseñado la tarjeta azul. No sé si juega usted a tarjeta azul porque hay una serie de colegas que desconociendo el... Gracias, señora Schroeter. El señor Van Nistelrooy nos ha enseñado la tarjeta azul. No sé si juega usted a tarjeta azul porque hay una serie de colegas que, desconociendo el reglamento, enseñan la tarjeta azul para pedir que se les inscriba en el Catch the Eye. Me figuro que el señor Van Nistelrooy, que conoce bien el reglamento, enseña la tarjeta azul porque quiere hacer una pregunta a la señora Schroeter. ¿Admite usted la pregunta que le quiere hacer el señor Van Nistelrooy? Sí. Señor Van Nistelrooy, tiene usted la oportunidad de hacer la pregunta. Zeker, voorzitter. Ik heb één vraag aan mevrouw Schroeter. In haar analyse kiest ze voor een heel negatieve benadering. Mijn vraag aan haar is of niet juist die decentrale overheden die de programma's uitvoeren in de lidstaten binnen dat strategisch kader wat per land wordt afgesproken en binnen de regels,
of het niet juist is dat door de cofinanciering men die eigen verantwoordelijkheid draagt. Waarom geeft zij vandaag zo'n negatief beeld? Daar is geen enkele reden toe om dat vandaag bij dit voorstel op te hangen. Gracias, gracias, señor Van Nistelrooy. Señora, perdón, señora Schroeder, ¿quiere usted contestar también muy brevemente, por favor? Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Gern werde ich darauf antworten. Es handelt sich um Großprojekte, deren Investitionen hier vereinfacht werden. Es handelt sich also um bis zu 50 Millionen Euro in der Investition, die bisher von uns überprüft worden sind, weil wir da eine Verantwortung haben für diese Steuergelder. Und ich bin der Meinung, dass das bei Großprojekten so bleiben sollte. Denn wir haben die Erfahrung, dass oft überdimensionierte Investitionen gestartet worden sind und dann letztendlich die Bürger und Bürgerinnen die Last tragen. Ja, als Kollege, con tres minutos para la señora Cornelia Ernst, que habla en nombre del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea. Ja, vielen Dank. Ich bin auch gewissermaßen vertreten für meinen Kollegen hier, der nicht da sein kann, und möchte einige Bemerkungen machen. Das erste ist, die Vereinfachung zum Umgang mit den Strukturfonds begrüßen wir ausdrücklich. Es mag sicherlich eine Reihe von anderen Dingen geben, über die man sehr kritisch nachdenken muss, die auch Frau Schröder nannte, aber ich glaube, allein darauf kann man sich nicht zurückziehen. Und wir begrüßen die Vereinfachungen sehr wohl und sind auch der Meinung, dass die Verordnung dringend umgesetzt werden muss, und zwar zeitnah umgesetzt werden muss, schon eigentlich viel Zeit ins Land gegangen ist. Dennoch will ich aus meinem Herzen keine Mördergrube machen. Der Kompromiss ist nicht unbedingt das, was wir uns letztendlich vorgestellt hatten. Bekanntlich hat die Kommission einen anderen Vorschlag auf den Tisch gelegt in Bezug auf die einmalige 100-prozentige Erstattung von Zwischenzahlungsanträgen für einen begrenzten Zeitraum zum Zwecke arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen. Das hat sich nicht durchsetzen können aus verschiedenen Gründen, die im Regi-Ausschuss sehr gründlich diskutiert wurden. Dennoch müssen wir uns die Frage stellen, haben wir genug getan, um umzusetzen, was die Kommission am 3. Juni 2009 in ihrer Mitteilung benannte, ein gemeinsames Engagement für Beschäftigung, womit der Krise entgegengewirkt werden sollte. Ziel war, und das ist ja auch das, worüber wir jetzt reden, die Strukturfonds zur Bewältigung der Krise besser nutzbar zu machen und besser ausnutzbar zu machen. Und gerade die ESF-Mittel sind in der Frage, wie alle wissen, ein Hauptinstrument für Investitionen in Bürger und zur Bekämpfung der Krise für Beschäftigung. Schauen wir nach Europa, dann stellen wir fest, dass die Auswirkungen der Krise, die arbeitsmarktpolitischen Auswirkungen der Krise in den Ländern immens sind und Handeln tatsächlich notwendig ist. Die Arbeitslosigkeit ist also enorm gestiegen, und zwar nicht nur in 5 Ländern, sondern in allen Ländern, wenn wir uns das genau anschauen. Und hinzu kommt, dass auch ansonsten Arbeitslosigkeit unabhängig von der Krise auch eine große Rolle spielt. In Europa haben wir einen sehr großen Anteil und einen wachsenden Anteil an Arbeitslosen, unabhängig von der Krise. Ja, der nun vorgeschlagene Alternativvorschlag der Kommission ist sicherlich ein Schritt nach vorn, den wir auch erstmal begrüßen, was sonst. Denn immerhin kommen wenigstens 5 Staaten in den Genuss einer Förderung, die ja nicht ganz unwichtig ist, nämlich der Staaten, deren BIP um 10% gegenüber 2008 gesunken ist. Die können profitieren und zusätzliche Vorfinanzierung aus dem Kohäsions- und ESF-Fonds tatsächlich nutzen. Das ist gut, aber wir wünschen uns mehr. Sie kennen unsere Position aus dem Ausschuss, und insofern haben wir hier, wie soll ich sagen, ein frohes Herz oder ein nicht so frohes Herz, aber ich denke, jeder Schritt nach vorn bringt uns auch nach vorn, und in der Weise sollten wir uns auch bewegen. Danke. Gracias, señora Ernst. Veo que la colega Schröter quiere hacer una pregunta, ¿es así? Señora Schröter, sí. Señora Ernst, ¿acepta usted que le haga una pregunta a la colega Schröter? Sí, señora Schröter, puede hacer usted la pregunta de una manera muy breve, como supone el reglamento en este tema. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Die einzige Frage ist, warum hat Ihre Fraktion, Frau Ernst, keinen Änderungsantrag gestellt jetzt im Plenum, wo es doch die Möglichkeit gab, Änderungsanträge zu stellen, damit der ursprüngliche Entwurf der Kommission wieder eingesetzt worden ist und 100% Finanzierung von ESF vielleicht doch mit dem Rat neu verhandelt werden könnte?
Gracias, colega. Señora Ernst, también una contestación muy breve, por favor. Okay, jetzt wird's was. Ja, Frau Schröder, ich schätze mal, unsere Chancen haben wir als begrenzt eingeschätzt. Und insofern haben wir davon abgesehen. Davon gehe ich aus, dass mein Kollege auch so gedacht hat. Als ich mir die gesamte Initiative anschaute von der Kommission, war ich sehr verzückt. Aber musste mich am Ende in langen Diskussionen, die ich in den letzten Tagen so hatte, zu diesen Dingen ein bisschen belehren lassen. Ich hätte mir mehr gewünscht, wie gesagt. Klar, man hätte einen Änderungsantrag bringen können, da gebe ich Ihnen recht. Aber wenn wir uns beide anschauen, wissen wir, wie das Ganze ausgeht. Und insofern hat die Fraktion darauf verzichtet. Das muss ich erst mal selbst zur Kenntnis nehmen. Gracias, colega. Entramos en el turno de oradores que